Willkommen in Le Castellet. Von der anderen Seite des Atlantik kehren wir für den großen Preis von Frankreich 2019 zurück. Der Circuit Paul Ricard, Hausstrecke von Rennlegenden wie Alain Prost, wurde letztes Jahr nach 3 Jahrzehnten wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen und sorgte direkt in Runde 1 für ein spannendes Duell zwischen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel und letztendlich für einen eindrucksvollen Sieg von Lewis Hamilton. Was erwartet uns wohl in diesem Jahr? Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den 2 Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone von Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Wir sollten über Williams reden. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Richter macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel und Gasly, Weber, Grosjean, Hülkenberg und Devon Button. Norris, Sainz Jr., Daniel Ricciardo und Russell, Räikkönen, Perez, Charles Leclerc und Lance Stroll. Albon und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. You're above where we expected on the grid. Be careful not to lose places, as there will be faster cars around you. Jo. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem Rennen und dann kann es sein, dass einiges passiert. Schauen wir mal. Los geht's. Wieder in der ersten Startreihe, das 3. Mal in Folge. Natürlich darf ich nicht an diesem Auto vor mir vorbei. Aber vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns tatsächlich hier den 3. Sieg in Folge holen. Unmöglich ist es ja nicht. So, ich werde natürlich ein bisschen mich zeigen immer mal wieder. Gegen Hamilton hatte ich tatsächlich nicht den Hauch einer Chance. Ah, der hält mich aber auch ein bisschen auf, der Herr. Oh, Alter! Ich muss die Reifen mal ein bisschen auf Temperatur bringen. Ich liege in Führung, halte das Tempo, ja. Wenn wir so starten, wenn das so läuft. Ja, guck mal, letztes Jahr haben wir hier mit Aaron Kahn auch 6. geworden in der letzten Runde, letzten Kurve. Mal gucken, was mit dem Auto hier drin ist. So. Geht das bald los. 20 Runden, 13 Runden stehen an natürlich. Hier in Frankreich. Setze mich jetzt natürlich direkt mal hinter Hamilton. Ja, die wollen natürlich beide vorbei hier vor mir. Bottas vorbei und der Vettel drückt sich da auch noch vorbei. Also ich habe 2 Positionen verloren. Ja, danke, Herr Vettel. Ja gut, das war meine eigene Schuld. Scheiße. Mich ja. So, jetzt muss ich ein bisschen, wieder ran an Vettel. 2 Positionen verloren nach dem Start. Ist jetzt nicht so einfach hier. Verloren gegen Bottas und gegen Vettel. Ich habe keine Chance gerade, ne? Irgendwie ganz. So, ich muss wieder ein bisschen rankämpfen, aber ich habe mal keine Chance gegen Vettel und gegen die Mercedes da vorne. Und der nächste, der mir jetzt auch noch was kaputt macht, mein Rennen kaputt fährt, ist der Verstappen. Der sich einfach vor mich setzt. Ich hoffe, dass mein Flügel nicht abbekommen hat. Nein, nein, nicht Gott sei Dank. Ja, was soll ich da machen? Der setzt sich vor mich und bremst mich dann quasi direkt weg. Ich komme gegen die Autos da vorne gar nicht ran. Gegen die 3 davor. Also das Multipodium wird sich wahrscheinlich außer bei dem Ausfall heute erledigt haben. Ich hab den noch das Überholen. Zehn Runden noch. Also drankommen, keine Chance mehr. So. Jetzt bin ich Gott sei Dank ein bisschen weggekommen auf der langen Geraden. Und Verstappen und Gasly. Mit dem Sieg in Kanada und dem Sieg in Monaco sieht es wohl in Frankreich nicht so. Hamilton jetzt vorne vor Bottas. Und wenn sich die drei da vorne ein bisschen uneins wären, wäre schön. Da haben wir mega abbauende Reifen gerade. Zumindest was die am Heck betrifft. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich in die Box und auf die Medium-Reifen gehen. Vielleicht kann man mit dem Medium-Reifen nochmal was reißen. Den frischen Reifen. Vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen pushen müssen. Und dann, ich weiß nicht, wie weit jetzt die anderen noch in die Box müssen. Hm. So. Gehen wir jetzt gleich auch rein. Dann sehen wir die neue Boxeneinfahrt auch. Mit 52% hinten auf der Hinterachse. Ist leider nicht viel zu spaßen. Und das ist ja die neue Boxeneinfahrt. Wir sind immer die Ersten. Oh, das dauert so ewig, ne? So. So. Mal gucken, was jetzt die Medium-Tires, beziehungsweise die Medium-Bereifung sagt. Eieiei. Es kommt wieder alles zusammen. Und wenn sie jetzt natürlich alle gleich in die Box gehen, müssen wir mal gucken, also Punkte will ich mitnehmen. Es gehen nicht alle in die Box. Ein paar gehen, aber nicht alle. Gasly unter anderem, Magnussen, wenn ich es richtig sehe. Alter. Allerdings sind es tatsächlich nur die beiden. Vettel auch in der Box gewesen. Aber der ist schon längst wieder on Tour. Prozent hat der Motor drauf. Dann sagen wir jetzt direkt an der Backe kleben, Alter. Ich habe so Probleme momentan dieses Rennen. Ich komme nicht in dieses Rennen rein, ne? 7 Runden noch. Das war wieder so ein Wochenende, zum Vergessen eigentlich. Aber wie gesagt, das war ja auch klar, dass das nicht so weitergehen konnte. Russell in der Box. Jetzt gehen sie alle in der Box. Es sind auch noch bei weitem nicht alle in der Box gewesen. Wir sind momentan auf 9. Ich weiß gar nicht, Verstappen schon dahinter ist. Oh, kurz grün. Was war? Grosjean, okay. Also am Heim Grand Prix auszuscheiden ist auch hart. Ich hab die Käse immer noch an der Backe gegeben, dann müsste danach schon nichts kommen. So, da kommt der nächste Rest jetzt noch in die Box. Bei weitem reicht es nicht, um... Wir sind wieder auf, Platz 4, da wo wir vor den Boxenstops noch waren. Wir haben noch 5 Runden. Wir haben Gasly hinter uns an der Backe kleben. Und mit dem angeschlagenen Motor macht das überhaupt gerade keinen Spaß. Gut, das war Vettel Platz 5, zumindest noch sichern, also von 2 auf 5 zurückzufahren. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, mehr als wäre auch nicht drin. Maximal Platz 4. Mehr wäre auch nicht. Und wir sagen, da vorne fällt noch einer aus. Gut, dass er rechts vorbei wollte. Konnte ich ihn Gott sei Dank nochmal ein bisschen abwehren. Ich hoffe, dass davor der wieder Hamilton oder Bottas noch ihre Autos verlieren. Oder Vettel. Ja, und dann werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück noch am Podium. Ja, gestern bei seinem Heim Grand Prix, der liefert auf jeden Fall bisher ein starkes Rennen. Wollte ein starkes Rennwochenende. Er war in den Trainings gut dabei, war am Rennen gut dabei. Ja, doch, war richtig. Da vorne sind 7,5 Sekunden, das ist keine Chance. Auf die Ferrari keine Chance. Einmal 12 Punkte, dann wären wir auf 74. Okay, Voraussetzung. Ah, das war klar, dass er den uns dann irgendwann nie holt. Nur Platz 4 möchte ich mir gerne zurückholen, lieber Herr Gasly. Aber wie der direkt rausgeht. Weit rausgeht. Hauptsache nicht an den Red Bull rankommen. Alter, was ist das für eine Strecke? Was ist das für ein Scheiß? Also ich komme überhaupt nicht klar momentan. Das war's mit Platz 4 sogar. Das passt nicht. Es passt hinten und vorne nicht. Wir sind sogar weit aus dem DRS-Fenster raus, so dass wir nicht mal mehr die Möglichkeit hätten, mit DRS anzugreifen. Du denkst voll ein. Und er sagt dir, nö, ich gehe komplett runter von der Strecke. Ich brauche die auch nicht gestreckt zu werden. Jetzt kommen wir 6, ja. Wir müssen wieder rankommen. Ich will zumindest diese Punkte. 2 Punkte sind das immerhin. Zwischen 12 und 5. Jetzt kommen wir 6. Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Zug bekommen. Wir müssen wieder ein bisschen Schwung auf die Achse kriegen. Vielleicht kriegen wir es noch. Das ist Charles Leclerc. Zieht mir doch. Der zieht mir so weg die ganze Zeit. 1,9, ne? Das kriegen wir nicht hin. Es wird schwierig werden. Oder sehr, sehr schwer werden. Eins, 4. Das ist für mich gerade uninteressant. Dann sind zumindest wieder mit DRS-Fenster für Gasly. Aber das wird nicht reichen, um ranzukommen. Schade, dass Gasly auch seine Problemchen bekommen hat. So, jetzt dranbleiben und dann... Dranbleiben und auf der langen Geraden snacken. Und zumindest Platz 4 sogar noch holen. Ich vermute, dass Gasly auch seine Probleme mit den Reifen haben dürfte. Wir, unsere haben sich ja ziemlich deutlich wiederholt. Ich bin wieder dran an ihm. Ich kann wieder Platz 4 holen. Und jetzt Angriff vom Williams auf den Red Bull. Zack, vorbei. 4. Wieder runter mit dem DRS, beziehungsweise mit dem fetten Gemisch. Ja, Gasly will. Wir müssen es aber irgendwie versuchen, unsere zu blocken. Bottas gewinnt den großen Preis von Frankreich. Und wir holen uns mit dem 4. Platz zumindest mal 12 wichtige WM-Punkte. Schade. Aber es war eigentlich nicht drin mehr. Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich glaube, Glückwunsch an Bottas. Haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genauso ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ich hätte es nicht erwartet. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ne, mehr war für uns leider nicht drin als Platz 4. Gerade so noch irgendwie in der letzten Runde noch den Gasly zurückgeholt. Wobei der auch schon 2 Sekunden mal weg war. Danach haben sich scheinbar unsere Reifen ein bisschen erholt. Sauber. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan? Ja, ich nicht. Ohne Frage Kevin Magnussen. Er hat heute auf der Strecke eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und hatte keine Angst, sich durch das Fahrerfeld zu kämpfen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war wichtig, dass wir wieder mal die Red Bull geschlagen haben. Wieder ein bisschen was an Punkten. Wir haben wahrscheinlich verloren. Wir haben über 100 Punkte Rückstand fast. Naja, wie immer sei es drum. Wir haben es geschafft. Wir sind zumindest mal wieder in den Punkten. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Ja, sind wir mal fair. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Genau, so ist es. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja, mein Ruf singt wieder. Klasse, das war dann alles. Naja, scheiß drauf. Passiert. Wir sind zumindest in den Punkten, haben 12 wichtige WM-Punkte mitgenommen. Und zumindest den 4. Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern. Ich denke, dass wir die Saison, was die WM etc. betrifft, ihnen noch nicht rankommen können. Ja, das war Frankreich, liebe Leute. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe eine kleine Vermutung. nur 500 der Dingspunkte. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Verträge. Also akzeptieren wir das ursprüngliche Angebot? Ich bleib dabei. Wenn du zufrieden bist, dann wäre die Sache natürlich geklärt. Jedoch glaube ich, dass wir beim nächsten Mal noch energischer versuchen sollten, bessere Bedingungen auszuhandeln. Nur wer wagt, gewinnt. Okay, jetzt passiert tatsächlich nichts. So, Weihnachtsbeton. So, dann nehmen wir den Motor da mal mit rein. So. Jetzt können wir uns ein bisschen aufbauen. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Gut, dann haben wir die Einheiten drin. Und dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns. Ja, nächste Rennen wieder. Das dürfte dann Österreich sein und nicht Großbritannien, wie ich das gesagt habe. Ja, Österreich ist das nächste Rennen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.